Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crossout. Um nochmal auf die Bewaffnung hier zurückzukommen. Ich hatte da zwei kleine MGs drauf und ein großes, weil ich damit unter diese 1500 Punkte wollte. Was auch gepasst hat, aber ich habe auch gemerkt, es macht eigentlich keinen Unterschied. Selbst wenn ich unter 1500 Punkte bin, dann kann ich doch irgendwie auf 1800 oder so treffen. Ich weiß nicht. Ich steige bei dem System noch nicht so richtig durch. Ich glaube, wir testen das jetzt einfach mal. Ich hatte ja hier noch so ein LM54 drauf. Das machen wir mal runter. Und dann packen wir hier dann eine Hornet hin. So, dann müsste das jetzt 1516. Okay. Ja gut, das liegt jetzt an der Flagge. Tja, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich mache diese Offroad-Stoßstange weg. Das auch noch. Dann lassen wir das erstmal so. Und ich habe in der Zwischenzeit ein paar Raids gemacht. Ich habe jetzt auch kein Benzin mehr. Wir spielen jetzt einfach mal. Moment, hier gab es ja auch eine neue Aufgabe. Und zwar, was hat er denn hier zu erzählen gehabt? Neuer Panzerwagen? Nicht schlecht, Neuling. Ich denke, du kannst jetzt komplexere Aufgaben bewältigen. Um zu gewinnen, ist es nicht immer notwendig zu schießen. Manchmal reicht es aus, die Basis zu erobern, um die Kontrolle über das Gebiet zu erlangen. Um die Basis zu erobern, musst du schlauer sein als dein Gegner. Und du bist nicht so einfach gestrickt, oder? Zeig mir, was du kannst. Gut, wir sollen jetzt eine gegnerische Basis erobern in einer Mission. Ich glaube ja auch nicht, dass das hier das richtige Fahrzeug dafür ist, weil es ist ein bisschen langsam. Wir machen das jetzt trotzdem einmal. Aber vorher wollte ich kurz noch was anderes ansprechen, und zwar was die Fraktion angeht. Ich bin jetzt hier auch schon fast Stufe 8 und auf Stufe 7 haben wir hier diese blauen Bauteile freigeschaltet zur Herstellung. Die Sache ist jetzt die, was mich auf den ersten Blick ein bisschen stört, dass diese Echtgeldwährung hier, dass man die dafür braucht. Und die Sache, dass die Teile eine Bauzeit haben und das geht später scheinbar auch in die Stunden. Wobei, gut, das kann dann auch mit dem Balancing zu tun haben. Aber das hier mit den Kosten, ich weiß ja nicht. Gut, hier steht jetzt, man kann auch die Bauteile auf dem Markt verkaufen. Ich will da jetzt noch nichts zu sagen, großartig. Kann sein, dass man sich darüber so ein bisschen finanzieren kann und ja, aber generell dieses Konzept an sich, so auf den ersten Blick, bin ich da ehrlich gesagt kein Freund von. Wir holen uns jetzt mal hier Metallschrott, beziehungsweise wir versuchen die Basis einzunehmen. Obwohl, doch, das passt. Das lag, obwohl der eine war über 1500. Ich werde jetzt einfach immer in die Mitte brettern. Und ich versuche dann, die Basis einzunehmen. Das müsste dann ja auch zählen hier. So, du bist umgefallen, Kollege. Verdammt, ich schieße schon auf den Falschen. Ja gut, da war ich kurz woanders. Kann ja auch mal passieren. Ich sollte mich mal auf einen so ein bisschen konzentrieren. Ich kriege jetzt hier gar nicht die Geschütze kaputt. Das ist echt ein bisschen blöd. Ich habe das jetzt auch in den Raids immer so gemacht. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Ja, das sieht nicht so toll aus.
Ja, gut, ich hätte jetzt Selbstzerstörung benutzen können, aber das... Irgendwie ist das gerade außer Kontrolle geraten. Das lief eine ganze Zeit gar nicht mal so schlecht. Ja gut, ich könnte jetzt für die Mission auch sagen, okay, ich spiele es gegen NPCs. Aber nee, das ist ja... Nee, das machen wir jetzt erstmal nicht. Es sei denn, ich komme hier gar nicht klar. Das ist halt auch so eine Sache, was ich momentan schon merke, wenn die halt komplett zergen und alle auf dem Haufen sind und man fährt dann da einzeln rein, gut, dann hat man natürlich keine Chance als Team. Da wird man der Reihe nach immer rausgepickt. Ja, ne? Also das war nichts. Ich glaube... Neuer Level. Jetzt sind wir sogar schon Level 8. Neue Bauteile im Lager. Okay. Ich glaube, ich werde doch das andere Geschütz da drauf bauen. Fackel. Was der ganze Krempel hier ist. Man kann sich jetzt eine Garage bzw. den Testbereich zurecht bauen. Okay. Betonblock. Ja, ne? Also... Ach, das ist dann für den Jazzbereich alles. Alles klar. Überlebensschule Markt. Du kannst Ressourcenbauteile und Dekorationselemente auf dem Markt kaufen oder verkaufen. Gut, schauen wir uns das jetzt mal kurz an. Kaufen und verkaufen. Hier kannst du mit anderen Spielern handeln. Kaufe und verkaufe, wie es dein Herz begehrt. Sammle Ressourcen und Bauteile in den Ödlanden und verkaufe sie für Profit auf dem Markt. Produktion. Du kannst deine hart verdienten Coins für die Miete von Werkbänken oder den Kauf von Bauteilen und Ressourcen verwenden. Ha, gut. Kann man natürlich filtern. Kennt man halt auch aus anderen Spielen. Pfadfinderbehälter. Das ist ja interessant. Ich kriege ja später irgendwie auch noch Behälter. Wird sich ja fast eher anbieten, die Dinger zu verkaufen, oder? Wenn er jetzt hier für 386 von diesen Münzen bekommen kann oder bekommen möchte und die vielleicht auch bekommt, dann wäre das vielleicht sogar eine Maßnahme. Gut, wir machen das jetzt doch anders hier. Das ist mir zu blöd. So, du kommst weg und wir bauen... Da jetzt noch so eins drin. Dann haben wir jetzt 1520. Ich will jetzt echt mal gucken, was da gleich für Gegner kommen. So, dann nächstes Gefecht. Probieren wir das nochmal. Und notfalls baue ich dann hier noch die Seitenteile ab, um unter diese 1500 zu kommen. Aber ich habe es jetzt eigentlich gar nicht geschafft, irgendwo mal eine Waffe kaputt zu schießen. Das täuscht dann auch immer ein bisschen. Wenn man dann die leichten Raids macht, dann ist das so einfach bei den Bots. Und wenn man dann gegen menschliche Spieler spielt, dann... Okay, das geht jetzt bis 2300. Ja, gut. Ich muss da definitiv noch was rausnehmen. Ich glaube, das wird... das könnte ein bisschen blöd werden. Ich fahre jetzt erstmal mit den anderen hier mit. Wobei, ich könnte natürlich auch zwei von diesen Geschützen nehmen und das kleine da wegmachen. Wäre halt auch eine Option. So, du hast jetzt... Oh, das ist schlecht, was da jetzt ankommt. Ja, das ist echt ungünstig. Ich glaube, ich mache jetzt hier mal Selbstzerstörung. Das war jetzt nicht so praktisch. Ich habe jetzt auch irgendwie nicht den Eindruck gehabt, dass diese Selbstzerstörung allzu viel gebracht hat. Und wir werden hier wieder zerstört.
Okay, wenn ich doch über 1500 bin, dann sind die Gegner dann doch noch ein bisschen stärker. Ja, und schon wieder komplett zerstört worden. So, auch als Team. Die haben einen verloren. Ja. Also, ja, nee, das machen wir, glaube ich. Hey, du hast Besuch. Begrüße sie bei einer Testfahrt. Ich bin mir sicher, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Okay. Aber zuerst, was könnte ich denn hier noch wegmachen? Das wäre 22, ein so ein Ding hier. Oder ja, von der Seite eher weniger. Ich würde sagen, ich mache noch sowas, so ein Teil weg. Dann, Moment. 1498, also unter 1500. So, wir machen mal kurz eine Testfahrt. Ach so. Hallo Baldu. Okay. Ja gut, zu dir komme ich gleich. Ich muss jetzt erst noch mal hier zurück. Wir machen hier erst noch mal kurz weiter. Wir machen hier noch mal eine Runde. Warum war er denn da jetzt? Er ist doch gar nicht online. Hä? Ist irgendwie. Okay, gut. Wir machen das jetzt nochmal mit dem. Probieren das nochmal mit dem Einnehmen. So, jetzt müssen die Gegner ja wieder leichter sein. Kann man da irgendwie seine Fahrzeuge vorbeischicken? Ich weiß es nicht. Oder sind das dann die Freunde, die dann da auftauchen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hoffe mal, dass es jetzt klappt. Wenn es nicht klappt, dann mache ich das halt so lange, bis es klappt. Ja gut, das geht jetzt wieder. Ja, du hast 1800 da. Aber ansonsten sind die dann doch auf jeden Fall unter 2000. So, wir haben ja wieder einen neutralen Punkt zum Einnehmen. Das ist doch gar nicht mal so eine schlechte Voraussetzung. Vor allem jetzt dadurch, dass ich auch nicht so schnell bin. Wow. Wir müssen halt ein bisschen. So, du bist erledigt. Ich habe da auch schon ein bisschen was verloren an der Seite. Die können auch irgendwie alle nicht fahren. Ich weiß auch nicht. Gut, ich kann es auch nicht, aber. Das sieht schon wieder echt schlecht aus. Ich kriege diese blöde Kanone da nicht mal kaputt geschossen. Was ist das denn? Das Team hat sich wieder in Luft aufgelöst. Wow. Gut. Ja, gut, machen wir das nochmal. Was soll's.
Mal schauen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Geschütze richten halt irgendwie gar nichts aus. Was jetzt gar nicht mal so blöd wäre, wenn wir uns sagen würden, hey, wir bleiben zusammen, rücken auf einer Seite durch. Gut, da könnte natürlich schnell die eigene Basis dann eingenommen werden. Ja, die fahren da auch schon durch. Was machen die denn hier? Gegner zerstört. So, ich fahre jetzt da zur Basis. Ich guck mal, ich versuche mal Glück. Was soll's? Da sind noch 4 am Leben von denen. Ich gehe mal stark davon aus, ja, unsere Basis wird erobert. Ich fahre jetzt trotzdem hier durch. Sollen die sich mal drum kümmern? Ich versuche das jetzt hier einzunehmen. Gucken wir mal. Wäre natürlich super, wenn wir hier noch ein paar mehr drin hätten. Gut, da waren es noch 3. Das, ja gut, ja, toll, einer ist noch da, den erledigen sie jetzt und ich kann hier nicht einnehmen. Los, das kriegen wir doch hin. Na komm schon, ich will das jetzt hier einnehmen. Mach hinne. Jawohl, Basis eingenommen. Geht doch. Lief, dann hätten wir das jetzt auch. 3 Tagesaufgaben habe ich jetzt auch schon wieder. 2 Gefechte in Mission gewonnen. Ja, läuft doch bisher. Die Jungs von der Reparaturwerkstatt der Engineers sind fast damit einverstanden, ihre Blaupausen von seltenen Gegenständen mit dir zu teilen. Nutze deine Chance und überzeuge sie. Du hast fast genug Reputation angesammelt. Von der Reparaturwerkstatt? Gute Teile sind selten und seltene Teile sind gut. Was für eine Erkenntnis. Zögere nicht und beginne mit der Herstellung, denn die Reparaturwerkstatt der Engineers steht dir ab sofort zur Verfügung. Ein solches Bauteil ist in jeder Mission nützlich. Okay, gucken wir mal. Werkbänke. Kostenlose Werkbankmiete. Okay. Das heißt jetzt was? Ich kann hier immer einen Teil herstellen, oder wie? Obwohl, Moment. Ach, ich kann auch mit dieser kostenlosen Werkbankmiete dann ein so ein Teil hier herstellen, ohne dass ich dafür was zahlen muss. Ja, okay, gut, das wusste ich halt noch nicht. Da muss man sich das aber auch gut überlegen. Was man denn da herstellt? Da gibt es halt auch so viel Zeug. Vor allen Dingen, ich habe jetzt hier einen Geschützturm und eine Autokanone. Ich habe jetzt nicht wirklich eine Ahnung. Was ist denn da der Unterschied genau? Präzise Schüsse auf jede Distanz. Das hier ist mehr für Entfernung. Das ist mit Munition. Das hier ist ohne Munition. Da muss ich mich, glaube ich, dann irgendwann noch nebenbei mal schlau machen, obwohl so Reifen.
Wenn ich natürlich bessere Reifen habe oder mir hole, dann haben die auch eine bessere Haltbarkeit. Das heißt, dann können wir auch nicht mehr so schnell Reifen abgeschossen werden. Das wäre vielleicht auch mal so ein Gedanke. Die haben hier Haltbarkeit 65 und die hier unten waren schon 140. Ja, gut. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.